Du kannst sogar rein wissenschaftlich, faktisch, kannst du niemals behaupten, dass du weniger Leid anrichtest als ein Fleischesser. Habe ich auch nicht behauptet. Richtig, das heißt, es geht um das Schützen von Grundrechten und eine Zukunftsform von Personenstatus und Gleichberechtigung. Ganz kurz ausreden, damit du verstehst, was ich meine. Damit meine ich, kein Veganer auf der Welt kann behaupten, ich richte weniger Tierleid an als ein Fleischesser. Wieso? Es hängt auch von vielen anderen Aktivitäten ab, wie zum Beispiel, wie wir es genannt haben, Verreisen verrichtet sehr viel Leid. Beim Verreisen, diese Tiere, die dabei sterben, seien es auch Igel zum Beispiel, die du überfährst, oder auch Hasen und die ganzen Insekten, die werden nicht betäubt und können dann vielleicht schmerzlos sterben. Ein Tier, was ich schlachte, kann ich betäuben und wenigstens schmerzlos töten. Und aber diese Insekten, die werden nicht betäubt, die sterben brutal, die leben teilweise an deiner Windschutzscheibe weiter. Und deswegen zeig nicht mit dem Finger auf andere Leute, du bist kein bisschen besser. Willst du noch eine interessante Sache hören? Sicher nicht. Über Pflanzen. Raffaela, ich check's nicht. Mit 8-jährigen, 10-jährigen, 12-jährigen Kindern, da diskutierst du gerne. Vorsicht, haben sie gebrochen, die Arme.